Es ist kein weiter Weg, um jenseits der Grenze auf Entdeckungsreise zu gehen. Ein Tagesausflug, bei dem man wirklich viel erleben und voller neuer Eindrücke zurückkommen kann. Unsere Stationen: Jagan, Jari, und Brody. Jagan ist ein beschauliches Städtchen mit 25.000 Einwohnern. Dominiert wird der Ort von einem Schloss- und Parkensemble, das sich auf einer großen Lichtung in voller Pracht entfalten kann. Das Wahrzeichen der Stadt, das sich nach Süden hin zu einem malerischen Landschaftspark öffnet. Schon im 17. Jahrhundert wurde am Schloss ein Lustgarten angelegt. Im 19. Jahrhundert war der 230 Hektar große Schlosspark am Fluss Bober so berühmt wie die Anlagen in Branitz und Muskau. Ein Zeitgenosse nannte ihn den herrlichsten Park Schlesiens. Heute ist es ein Paradies für Spaziergänger und für Hundebesitzer. Unübersehbar im Stadtbild Johannes Kepler. Ja, der berühmte Johannes Kepler, der Entdecker der Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich Planeten um die Sonne bewegen. Albrecht von Wallenstein holte Kepler 1628 als seinen persönlichen Berater. Obwohl er eigentlich Astronom war, hat Kepler für Wallenstein auch Horoskope zusammengestellt und war sozusagen inoffiziell als sein Astrologe tätig. Ebenfalls sehenswert das ehemalige Augustinerkloster aus dem 13. Jahrhundert. Der heutige Barockstil stammt aus der Zeit nach einem Brand 1730. Schon seit 1953 unter Denkmalschutz ist die Sanierung im Gange, aber dürfte noch geraume Zeit dauern. Daneben die katholische Marienkirche. Und dann fällt dem Besucher noch der Rathausturm ins Auge. Nein, wir sind nicht in Italien. Allerdings wurde er nach dem Vorbild des Turms des berühmten Palazzo Vecchio in Florenz erbaut. Unsere zweite Station ist Jari. Etwa 20 Minuten ist man von Jagan mit dem Auto dorthin unterwegs. Erste Erwähnungen des Ortes datieren auf das Jahr 1007. Die Obrigkeit wechselte mehrmals, erst polnisch, ab 1346 böhmisch, ab 1635 sächsisch, ab 1815 preußisch und schließlich ab 1945 wieder polnisch. Knapp 40.000 Einwohner leben heute in Jari. Der Ort hat gleich zwei Schlösser zu bieten, allerdings sind beide Ruinen, wenngleich imposante. Das Biebersteinschloss und das Promnitzschloss. Das Promnitzschloss ist ein Barockbau vom Beginn des 18. Jahrhunderts. Seit der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg gab es zwar manche Pläne für die beiden Schlösser. Die Bürger von Jari und ihre Gäste haben aber mittlerweile fast die Hoffnung aufgegeben, dass sich für die einst prachtvollen Gebäude noch etwas zum Guten wenden könnte. Und auch der Schlossbrunnen bietet heute einen eher traurigen Anblick. Ganz anders nebenan der Schlosspark. Ein echter Hingucker ist auch das Rathaus von Jari. Seine heutige Gestalt bekam es nach mehreren Umbauten im 17. Jahrhundert. Auch in Jari erinnert man an einen berühmten Bewohner, den Komponisten Georg Philipp Telemann. Er kam 1704 aus Leipzig und blieb 4 Jahre lang Dirigent der Hofkapelle in eben jenem Schloss, das heute nur noch eine Ruine ist. Das Telemann-Denkmal wurde 2010 anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums errichtet. Auch heute wird sozusagen in Hörweite von Telemann Kultur geboten. Mitten in der Woche gibt es hier Straßentheater. Und schließlich die dritte und letzte Station, Schloss Brody. Eine gute Viertelstunde braucht man von Forst bis dorthin.
Der ehemalige Stammsitz der Familie von Brühl, wichtigster Mann am Hofe August des Starken. Langsam senkt sich die Abenddämmerung über das kleine Örtchen mit 969 Einwohnern. Ein Schloss mit einer besonders abenteuerlichen Geschichte. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Anlage für den Grafen Heinrich von Brühl im Stil des Rokoko umgebaut. Doch nur 9 Jahre später auf Befehl von König Friedrich II. Von preußischen Truppen niedergebrannt. Von 1919 bis 1924 wurde es wieder aufgebaut und wiederum nur 20 Jahre später, in den Wirren am Ende des Zweiten Weltkriegs, erneut durch einen Brand zerstört und geplündert. Im sozialistischen Polen verfiel das Hauptgebäude immer mehr. In den Nebengebäuden rund um den Innenhof befanden sich das Gemeindeamt und Schulungsräume für Traktorfahrer, Schlosser und Schmiede. Gleich Anfang der 1990er Jahre wurde das Anwesen privatisiert. Ein Pole aus Südafrika plante hier den Bau einer Champagnerfabrik. Das Unternehmen scheiterte. Ein paar Jahre später startete ein Pole aus Kanada einen zweiten Anlauf. Ein Geschäftszentrum, ein Schwimmbad und Tennisplätze sollten entstehen. Er verschwand, als klar wurde, dass er seine Schulden nicht würde begleichen können. Im Jahr 2008 fand sich dann ein neuer Käufer. Und diesmal bekam Schloss Brody wirklich seine zweite, dritte oder mittlerweile schon vierte Chance. Die Nebengebäude wurden saniert, ein Hotel und Restaurant entstanden. Der Park wird Schritt für Schritt wiederhergestellt. Wann allerdings das Schloss seinen alten Glanz wiederbekommen wird, das steht noch in den Sternen. Eine Reise durch die spannende Geschichte des deutsch-polnischen Grenzgebietes geht zu Ende. Und vielleicht haben wir sie ja etwas neugierig gemacht. Musik